craftsman needs only one shot, Rocky. Ach du Scheiße. No! Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal das Spiel Warhammer Time's End. Das ist mir irgendwann mal durch Zufall aufgefallen. Ich glaube, es hat auch so einen kleinen Hype gehabt. Aber mittlerweile ist das, glaube ich, irgendwie versunken. Bin mir nicht ganz sicher. Gesponsert wollte ich schon fast sagen. Ne, Product Placement Style. Spendiert wurde mir das Spiel von meinem Abonnenten Moinsenmann. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Und es tut mir daher auch sehr leid, dass es so lange gedauert hat, bis ich überhaupt mal ein Video zu machen. Weil ich habe das schon ewig in meiner Bibliothek. Seit Ewigkeiten. Und jetzt mit dem neuen PC habe ich es einfach nochmal wieder runtergeladen. Mal angespielt. Und ich finde es gar nicht schlecht, ey. Ich hatte ja sowieso Interesse an dem Spiel, von dem ganzen Gameplay her. Aber die erste Mission, die hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Was mir auch gut gefällt, ist die Tatsache, ja erstmal, es ist Left 4 Dead im Warhammer-Universum. Was wollt ihr? Was soll ich dazu sagen? Die Musik, die gerade läuft, die Charaktere, das Gameplay, es ist Left 4 Dead mit Ratten. Das kann kein abstreiten, das ist Wahnsinn. Aber es ist cool. Ich bin da ohne große Erwartung. Ach Gott, wie formuliere ich das am besten? Schalt dein Hirn ein. Bin auf jeden Fall in die erste Mission reingegangen. Ich kann ja schon mal. Das ist ein DLC. So, hier natürlich auf einfach, weil ich möchte nicht unbedingt auf die Fresse kriegen. Ich bin da reingegangen, hab die ersten Ratten platt gekloppt und musste sehr schnell feststellen, also so ein Schlachtspiel ist das jetzt nicht. Also 10 Ratten, das ist schwierig. Sehr schwierig, weil das ist halt kein Durchgemähe, sondern schon eher etwas taktischer. Und dann war da halt in der ersten Mission diese Stelle, wo dann auf einmal irgendwie 100 Ratten auf dich zugelaufen kommen und du wusstest einfach, ich bin tot. War ziemlich cool. Und wir werden jetzt einfach eine zweite Mission starten. Ich weiß es gar nicht. Jetzt habe ich hier nicht irgendwie. Also Storystrang scheint es hier nicht zu geben. Also ich gehe mal davon aus, dass es halt dann auch so wie bei Left 4 Dead ist. Du spielst einfach einzelne Missionen und irgendwo im Hintergrund ergibt sich dann eine Story. Wir spielen das Ganze auf privat. Wir spielen einfach mal reingeschmuggelt. Wir spielen das natürlich auf einfach, weil ich möchte halt ungern auf die Fresse kriegen. Spiel starten und warum so kompliziert? Wobei, warten auf Spieler, ich schätze mal, jetzt könnte ich halt noch ein paar Leute einladen. Aber da möchte ich ja nicht. Ich möchte hier bereit. Jetzt musst du noch eine Taste drücken, damit das Spiel endlich startet. Aber ist ja nicht schwierig. Ist ja nicht schlimm. Man bekommt am Ende der Mission eine ganze Menge Loot, Kisten, Loot allgemein, Level-Ups, XP. Was so dazu gehört, also da rennt eine ganz schöne bunte Geschichte durch die Gegend, das können wir uns gleich noch einmal angucken. Es gibt anscheinend ein Schmiedesystem, was man kann wohl Waffen verbessern oder neue bekommen. Ich habe halt, wie gesagt, erstmal nur eine Mission gespielt. Es gibt 4 verschiedene Charaktere. Ich hatte erst einen mit einem dicken Hammer. Ach ja, genau, die laufen ja eh mit uns alle rum, weil Left 4 Dead halt. Ja, ich habe halt diesen Degen jetzt genommen und 2 Knifties. Kniffy sind gut, die haben Munition, die verbraucht werden kann. Hier kann man ein Inventar öffnen, da kann man nochmal Cookie machen, falls man vielleicht doch über den Zweihänder will. Aber nein, ich möchte gerne mit dem Degen spielen. Was noch? Genau, blocken kann ich. Dann so wegstoßen kann ich. Hier kann ich nicht durch. Ich glaube, sprinten konnte ich eigentlich auch. Naja. So, was haben wir hier? Genau, überall auf der Karte liegen hier Heiltränke oder sonstige Sachen rum. Wie in gewissen anderen Spielen. Also ich rede das nicht schlecht, dass es jetzt wie Left 4 Dead ist, quasi. Das ist sehr, sehr gut, weil Left 4 Dead ist ja ein unglaublich geiles Spiel. Ich habe das gesuchtet. Oh Gott, da kommen ja schon die ersten Viecher. Ob ich hier rein sollte? Jemand nicht, oder? Oh, komm hier! Zack, zack, zack! Nee, ach. Der ist nervig, der Zwerg. Der sieht immer aus wie ein Feind. So, ein bisschen mit Knifte spielen. Ist eigentlich eh alles egal. Ach Gott. Und, die Karte mal ein bisschen durchsuchen. Weil man kann halt hier Lootkisten finden. Oder sowas ähnliches zumindest. Und hier sowas wie Brandbomben. Die nehmen wir natürlich mit.
Na komm her, Mäuschen. Alter, ein Schuss tot. So schieße ich schneller, kann ich nicht bewegen und so schieße ich langsamer. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Das Spiel sieht übrigens auch sehr, sehr hübsch aus, muss ich sagen. Eine sehr coole Optik. Wow, alter Reflex. Okay. Da ist schon der alter Finne. Und es gibt viele Go-Effekte, das ist auch schon mal gut. Es gibt eine Magerin. Weißt du, ich sage, man kann sich nicht durchschnetzen, das alles mit Taktischer und dann hacke ich hier so durch. Es ist auch nicht die feine englische Art. Munition habe ich eigentlich noch genug. Das war übrigens gerade der Sprinter aus Left 4 Dead, der einen anspringt und einen Stunt und Schaden zufügt. Man muss dann von seinen Kollegen gerettet werden. Also, ja, Left 4 Dead im Warhammer-Universum. Sehr, sehr cool. Wobei, wie gesagt, ich kenne mich mit dem Warhammer-Universum nicht aus. Habe ich keine Spiele jemals von gespielt. Das hier ist das erste. Falls man überhaupt vom Warhammer-Universum spricht. Ich weiß nicht, ich will mich da auch nicht verquatschen. Ich weiß nicht, was erzähle, was nachher Schwachsinn ist. Und wir könnten eigentlich mal einen von unserem Kollegen. Wer hat eigentlich hier Magnus Kriecher? Der verarzt sich gerade schon, alles klar. Ja, ein schönes Koop-Spiel. Auf einfach natürlich ziemlich einfach. Muss ich sagen, lang. Und ja, das sorgt auf jeden Fall sehr wahrscheinlich für eine ganze Menge Spaß im Koop. Mal guck mal einen an. Nicht schlecht, übrigens die Go-Effekte. Kann ich den immer den Kopf abhacken? Das ist ja lustig. Munition aufstocken, so können wir wieder mehr rumballern. Hab doch was gehört. Ich mag Waffen. Hier ist ein Heiltrank und go, Leute. Kommt her und... Oh, ja, ist klar, ein Typ im MG, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, eine Mutter. Getroffen. LMG, Digga. Wenn wir schon beim Schießen sind, dann ist das erste, woran ich sofort, oder beziehungsweise worüber ich sprechen will, ist dann wieder Battlefield. Ach, eigentlich müsste ich ein eigenes Video dazu machen, ey. Ich sollte auf jeden Fall ein eigenes Video dazu machen. Puh. Deswegen will ich mich da jetzt gar nicht drauf aufhalten, wir wollen uns jetzt hier um das Spiel kümmern. Ich glaube, da muss ich hin, oder? Na komm. Ja, ich wollte eigentlich so ein bisschen blocken, aber vielleicht ist einfach dann doch zu einfach. Was haben wir hier? Eine Versorgungsgeschichte. Und. Achso. Ja, das ist jetzt diese berühmte: Du hast ein Geräusch gemacht und Zombies oder in dem Fall Ratten kommen, Left 4 Dead halt. Aha. Ist der Vergleich langsam nervig, ja, ne? Ich weiß gar nicht, aber Ausdauerleiste gibt es nicht. Ach komm, wir ballern ein bisschen. Ich baller gerne. Problem ist halt nur, Munition ist halt rar gesät. Und ist halt Insta-Kill, das Ding. Deswegen sollte ich vielleicht auch lieber ein bisschen auf Nahkampf gehen. Auch hier auch sehr schön hier diese Effekte von den von der Rüstung, wenn du dagegen haust. Von den Ratten. Ach genau, ich habe noch so eine Stichattacke. Klack! Zippidi, zippidi, zipp! Das Gas ist auf jeden Fall von irgendeiner Bossratte. Aua, aua, aua. So, Stich! Stich! Nein! Schlitz! Alter Finne! Komm der, scheiß Ratten! Ich wollte mal vielleicht so einen Heiltrank nehmen, wa? Ah. Ich will doch kein Sprinten. So viel dazu. Öffne die Schmuggelroute. Perfekt. So, öffnen, hier ist nichts drin. Was wollt ihr denn? Weg! Weg!
Da muss man echt mal eine Abwechslung auf diesem Kanal auch was anzupfen, außer Breakfast. Oh Gott, ey. Für wie viele Spielstunden habe ich jetzt zugewonnen, seitdem das blöde Mod-System da drin ist? Meine Herren. Unglaublich geil. Wollte ich eigentlich heute schon wieder ein Video zu machen, weil da gab es so eine Mod, wo ich echt sagen musste, ich muss euch das zeigen, weil das ist kacke. Bin ich an Ende dann doch nicht zugekommen, aber. So, noch eine Pulle reinhauen und jetzt haben wir so Speedy-Trank, schätze ich mal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall! Das ist schon halt der Tank. Den schieße ich einfach zu Klump. Es sei denn, er hat keine Munition mehr. Ja, komm her hier! Was willst du, Junge? Ah, fuck. Dark Souls, Junge! Dark Souls Skills, ich sag's dir! Ja, Dark Souls Skills! Willst du? Okay, hätte ich vielleicht immer nicht machen sollen. Dark Souls ist auch so ein Spiel, was ich endlich mal spielen sollte. Aber ich bin ja so frustanfällig. So, Jungs. Das sieht aber geil aus hier unten, ne? Ich meine, das erste Level war in so einer Burggasse. Das ist auch sehr, sehr cool aus, so. Aber das hier? Auch sehr. So, Munition. Bombe. Bombe natürlich sehr effektiv für große Feindmengen. Wo the fuck ist er, Alter? Echt jetzt? Loot Kobalt, das ist jetzt aber mehr Diablo, oder? Tja, leg dich nicht mit mir an. Da hätten wir noch eine Brandbombe, die nehme ich dann gleich noch wieder mit. Okay, wie mein Schwert hier schön verbesserte Bombe. Brandbombe, also machen wir so. Machen wir das so. Geil. Mir gefällt die Klasse. Problem ist halt nur das Treffen. Zack. Das Spiel ist auf jeden Fall sehr cool. Ich weiß gar nicht, wie viel kostet es momentan. Kann man auf jeden Fall mal empfehlen. Macht sehr, sehr viel Spaß. Was aber auch sehr viel Spaß macht, ist das neue Update für Killing Floor 2. Das ist endlich die Sniper-Klasse. Auch wenn sie die Waffen vielleicht hätten anders wählen sollen. Naja, ist ja egal. So, was haben wir hier drin? Noch mehr Bomben. Eine verbesserte Bombe, ein Tank der Geschwindigkeit. Einfach rein damit. Ich habe es, glaube ich, auf zu einfach gestellt. Aber egal, zum Zeigen ist es auf jeden Fall mal ganz nett. Ja, komm her hier. Klack. So, du auch noch. Oh fuck, sind schon wieder so viele. Da, komm her hier. Oh ja, das Ding ist aktiviert. Ach, kann die KI das auch? Ja, deswegen kommen nämlich auch gerade so viele. Oder habe ich das nicht angeschnitten? Ah, fuck. Nicht aufgepasst. Anfangs noch extra gesagt, naja. Oh Gott! Oh, nee. Am Weg, ja, man, das ist alles taktisch schon, ne? Und jetzt sind wir hier am Rumballern. Am Durchmetzeln. Ist klar, Julian. Hat jemand mal einen Trank für mich oder so? Warte, kommt. Schlitz. Entkommen der Kanalisation. Nein!
Ah, gut. Dead. Gut. Den Trank wäre jetzt nicht schlecht, ne? Schon Wahnsinn, wie du hier auf den Sack kriegst, obwohl das auf einfach ist. Oh. Danke dir. Teamwork ist das A und O. Blöden Kackratten hier. Komm her hier, zack, Kopf ab. Ach du Scheiße. No! No, 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 no. Fuck. Ja, und das ist der Smoker aus Left 4 Dead, der einen mitzieht. Doberweise. Scheiße! Nein! Und von hinten kommt eine Riesenarmee. Oh, das verkacken wir. Das verkacken wir. Nein! Nein, lass mich in Ruhe. Oh, wie viele das sind! Ah, nein. Ah, ich werde wiederbelebt. Ich werde geretzt. Nice, ist hier was drin? Nein, nichts drin. Oh, super. So, hier die Leiter hoch. Oh, raus hier, raus. Yo! Auf jeden Fall, Meister! Oh, fuck. Ah, jetzt sind wir draußen. Es regnet. Ich brauch einen Trank. Irgendwas. Ein Trank! Ein Königreich für einen Trank! Du bleibst liegen. Digga? So, der hatte da wohl noch Probleme. Erreiche die Kutsche. Das soll kein Problem sein. Ach da. Ach so, schon vorbei. Ja gut. Sieg! Ja, und das war ein Level aus Warhammer Times End. So, jetzt gibt es ganz viele Punkte. Hoffe ich, bitte. Muss man rein jetzt hier über 1. Finde ich nicht cool. So, jetzt können wir würfeln und irgendwas bekommen, von dem ich nicht weiß, warum. Anscheinend gibt es auch mehrere Würfel, die dann halt eine bessere Sachen hergeben und so weiter und so fort. Wo man die herkriegt, weiß ich auch nicht. Aber cool ist es auf jeden Fall. Auch die Animation, ich mag die. Dolch erhalten. Ich finde, das ist cool gemacht. Auch so ein kleiner Motivationsfaktor. Ja, wo man ja halt die anderen Würfel herkriegt, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, das sind so Standard-Dolche, die hast du dann mit Sicherheit schon. Es war mal den Doppelpistolen, die ihr jetzt gerade gesehen habt, nämlich genauso. Die hatte ich schon. Und ja, anscheinend brauche ich wohl bessere Würfel, damit das nachher besseren Loot bzw. bessere Waffen hergibt. Ja, kann man halt hier abstimmen, nächstes Level, Zufallsmission oder sonst was. Gibt auch, glaube ich, gar nicht viele, ne? Also das, was bis jetzt aufgedeckt ist, ist auf jeden Fall da. Ob es mehr gibt, weiß ich nicht. So, dann... Nein, das war kein Inventar. Jojo. Christoph Engel, the Master Wizard of Uberschreck, has a job for you. Der Uberschreck. Ich glaube, das ist Munition. Hier ist Inventar. Da kann ich auch noch meine Waffen nochmal anpassen. Da hier. Hätte ich zum Beispiel auch so ein langes Schwert mitnehmen können. Was natürlich auch cool ist. So, das ist die Sekundärwaffe. Ja, Steinschusspistole, Steinschusspistole. Also, das nimmt dich nicht viel. Halt beides die gleichen Werte. Dann kann man hier so einen Perk mitnehmen. Hand des Hexers habe ich jetzt mal mitgenommen. Und ja, dann haben wir halt hier unsere Klassen. Es gibt 5, nicht 4.
Hier war der 5, echt? Puh, kannst du mal sehen. Ja, einmal den Hexer hier. Aber was heißt Hexer? Dann den Assassin, für den wir jetzt, glaube ich, gerade. Ja, einmal die Kriegsklinge. Und die haben wir jetzt gerade nochmal den Waldläufer durchgekriegt, welcher natürlich nichts ändert. Und einen Bogen hat der. Den müsste ich auch mal spielen, ne? Der Buch des Grons habe ich dir mal mitgegeben. Kapuze, also man kann ganz viel machen. Den hatte ich vorher gespielt mit diesem schönen... War das der Hammer oder? Ja, ich habe mit dem Hammer gespielt. Ja, der hat auch nichts. Der hat nur so eine kleine Büchse dabei. Und einen Hut, also noch nicht weit gespielt. Die ist eine Zauberin. Entweder hier diesen Flammenspeer mitnehmen. Oder den... Der hat einen Totenkopf, allein deswegen würde ich den schon mitnehmen. Aber der ist halt, ne? Hier, kann man halt schön sehen. Durchschlagskraft, Feuerschaden. Feuerschaden. Und der Zwerg. Der Warcraft-Zwerg. Der World of Warcraft-Zwerg. Mit dem hier und so einer Mini-Streitaxt. Ach, wie süß. Ja, das soll es davon auch erstmal gewesen sein. Ja, hier ist noch ein DLC. Keine Ahnung, ob ich mir das kaufen werde. Kommt immer drauf an, wie gut mir dann gegen Ende das Spiel dann noch gefällt. Mal zurück bitte. Ja, und das sind halt die Missionen, die es hier gibt. Ist halt nicht sehr viel, ne? Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Naja, es ist auf jeden Fall egal. Ich bedanke mich an der Stelle schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Ja, ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ach ja, und hier hinten kann man schmieden. Also, aber was soll ich jetzt in diesem Menü rumhocken, wenn ich keine Ahnung habe, um euch dann Info zu geben. Also, wie gesagt, bis dann.